brauche mehr Zeit. Also als ich mal alleine geplayt habe hier, das war's da alles. Gehen wir jetzt nochmal da hoch. Vielleicht können wir jetzt da oben rein, ja. Boah, Hammer mehr. Komm doch hier. Ich weiß, dass ich da schon oben war, als ich mit mehreren Spielern gezockt habe. Alte Mühle. Warum können wir denn nicht hier rein? Egal. So, dann bringen wir es ihm. Eine Hexe namens Magda und ihre Anhänger suchen auch nach dem Schwert. Ich musste ihnen das erste Stück entreißen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Magda weiß, wo sich das nächste Bruchstück befindet, aber ihre Worte sind rätselhaft. Sie sagte, es liegt an einem Ort, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Nephalem. Dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen. Oh, die kommt auch noch mit. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen. Und dass ihre Geister noch immer... Siehst du, jetzt müssen wir da hoch, zu den Feldern des Elends. Wusste ich's doch. Ich wusste, dass ich schon da oben war. Wir beide sind gar nicht so verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Das hört sich beunruhigend an. Es ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur, wenn ich in großer Gefahr war. Etwas schade. Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Klar helfen wir dir. Liebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Er hat euch im Stich gelassen. Nun gebt sie schon her! Ich gab mein Wort zu schweigen. Ach hier. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Dann komm her, eins gegen eins. Schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Mehr Wut. Ah, wer wird wohl wen töten? Ah, ah, Junge. Wieder noch welche. Diesmal kommt uns nichts davon. Komm noch her. Komm doch. Das geht noch nicht. Meuchelmörder. Es ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch... Naja, komm, ist gut. Boah, boah, boah. Der übertreibt es aber auch hier mächtig mit den Sachen. Ambrons kann ich eh nicht mit umgehen.
11,7 Schaden. Probiere ich mal aus. Na, dann sprechen wir doch gleich mal mit dem Schiffchen hier. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir... Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, klar. So aus, klar, mal leer. Ich recht gut mit Antiquitäten auskennen. Du weißt den Weg. Ja, wie der mich nicht durch kann. Danke. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hin müssen. Ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt dazu bleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt hier, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Da müssen wir mit dem Schuft reden. Was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Ja, nehmen wir mit. Suchen wir zusammen unser Glück. Genau das Richtige. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Jetzt habe ich... Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahne. Okay, machen wir. Mir gefallen diese Wälder nicht. Müssen wir uns wirklich da durchkämpfen? Ja. Sind das Alarix, Leute? Das sind Bastarde. Bastarde! Gude sind stärker als die meisten lebenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauenvolle Methoden. Was ist denn für einer? Sie laben sich an menschlichen Leichen. Diese Kreaturen sind am ungefährlichsten, während sie fressen. Doch man sollte sie nicht stören. Der Deckard nannte diese Flugwesen den geflügelten Tod. Aha, guck mal. Wir sind sowieso am geilsten hier. Das geht noch nicht. Lederwams. Raus mit dir. Oh Mensch, das Tier geht mir voll auf den Sack. So, hier haben wir das erste gefunden. Krypta der Urahnen. So. Das ist erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, dass ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Kräften suchte. Nein, nein, nein. Schwer verletzt. Ich wurde geheilt. Nimm's auf. Sauber. Ja, komm noch her, komm. Ja! Stufe 10. Thank you.
wenn ihr es nicht mehr braucht, oder? Endlich haben wir alles. Jetzt müssen wir mal hier gucken. 5,0. 15,2. Ha! Scheiße, ne, ist das gut. Ihr macht einen kleinen Haltungsfehler. Hier, ich zeig's euch. Lasst mich mal meine Hand auf eure Hände weg. Ihr seid wahrlich kein Turteltäubchen, was? Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Ja, es ist ja auch nur was zum Aufsetzen. Das kannst du dann auch wissen, wie man es benutzt. Danke. Und heilen. So, jetzt meine Fertigkeit hier. Dann können wir uns auch hier wieder rausbegeben, glaube ich, oder? Nee, hier geht's noch weiter. Hier geht es noch runter. Ah ja. Nicht genug Wut. Wir waren uns so sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Hoffentlich nicht. Unsere Gier war unser Untergang. Schwer verletzt. Ich gehe noch mal da rein und trinke mir noch mal einen Heiltrank. Nein, ist leer. Money. Ja, muss ich meinen letzten. Es sind keine Tränke mehr da. Scheiße, ey. Boah. Heilige. Suchen wir mal weiter.